Hallo zusammen. Die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie nimmt langsam Fahrt auf. Am Mittwochnachmittag sind die Tarifvertragsparteien in Baden-Württemberg das erste Mal aufeinander getroffen. Um es vorwegzunehmen, ohne Ergebnis sind sie nach 2 Stunden wieder auseinandergegangen. Was war inhaltlich? Die IG Metall hat ausführlich dargestellt, dass der private Konsum als ein ganz wichtiger Motor für die wirtschaftliche Situation am Bröckeln ist, wegen der Inflation. Es wurde auch dargestellt, dass die Arbeitgeber ihre Preiserhöhung weitestgehend an Kunden weitergeben können. Und drittens, trotzdem es Lieferkettenprobleme gibt und Risiken gibt, sind die Auftragsbücher voll. Die Arbeitgeber ihrerseits haben argumentiert und dargestellt, dass die Lohnerhöhungen zu hoch sind, dass die Entgelte zu hoch sind, dass sie halt einen enormen Kostendruck haben. Sie haben auch dargestellt, ihre schwierige Situation in der ungenauen Gemengelage für die Zukunft. Am Ende der Verhandlungen hat die IG Metall die Erwartungshaltung an Südwestmetall für die zweite Tarifverhandlung ganz eindeutig auf den Punkt gebracht. Wir erwarten am 12. Oktober ein eindeutiges Angebot von Südwestmetall. Unterm Strich muss man sagen, es gibt überhaupt keinen Grund zu Lohn- und Entgeltzurückhaltung von der IG Metall. Die Wirtschaft kann sich das leisten und es ist eine Situation, wo Entgelterhöhungen zu einer Stabilität der Wirtschaft beitragen. Was passiert jetzt weiter? Bei der zweiten Tarifverhandlung am 12. Oktober werden wir bereits mit betrieblichen Aktivitäten, sichtbaren Aktivitäten starten. Und wenn deine Arbeitszeit das zulässt, sei dabei, mach mit, damit wir tatsächlich auch bei der zweiten Tarifverhandlung schon ein gutes Signal an die Arbeitgeber aussenden können. Denn wir präparieren uns jetzt auf eine ordentliche Auseinandersetzung und ich bin mir sicher, dass wir da auch gut unterwegs sind. Denn eins ist klar, wir brauchen mehr Geld, Solidarität gewinnt, wir halten zusammen für 8%.